Vatichen, unser Schatz, weiß ja, hat uns immer die Haare geschnitten, alle. Das weiß ich, ja. Nachher hat Dr. Uwe immer die Haare geschnitten, dir ja auch. Ja, immer jetzt, ja. Hm. Was hältst du davon, du lässt immer die Haare schneiden? Warum? Uwe kann jetzt, komm, Uwe macht mal deinen Wunsch. Und bei dem Kopf, bei diesen Haaren kann man nicht viel falsch machen. Das ist mehr Stroh schon. Guck dir mal an. Ja, aber nicht so. Du willst es nicht. Uwe? Ja? Komm mal rein. Was gibt's denn? Wirst du schon sehen, wenn du reinkommst. Da habe ich endlich mal alleine. Du bist ja sonst ich hab so nicht meine Ruhe, der Richtige ich dafür. Ich sehe Manfred. Sei froh, das hast du sonst so nicht in den Griff, die Sache. Ich komme irgendwann wieder raus. Bleib ruhig drinnen eine Weile. Das ist ein Angebot, Manfred. Das ist nicht deine Materium. Und alles klar, Jungs. Guck dir Günther mal an. Sag dir die Meinung mal über den. Guck mal, guck ihn dir mal an. Sieht aus wie immer. Denk an Vatichen und am Muttichen. Was wollte Vati immer? Ein Charakter, schönes Aussehen. Und was stört er an den Kopf? Der Günther einen Kopf, der Haare im Kopf, eine dicke Nase im Gesicht. Obwohl er Manfred eine dickere Nase im Gesicht. Die Haare könnten... Weißt du, wie der aussieht? Die könnten vornehm gemacht werden. Weißt du, ja? Aber nicht wie ein Gepflegter. Er läuft seit Monaten so rum. Ich hatte vor anderthalb Monaten die Haare geschnitten. Ja, das... Zwei Wochen muss ich machen die Haare. Können die doch bald nicht mal vor die Tür das stellen bei den Kunden. Wenn er rausgeht. Mann, die laufen. Nein, der soll nur gut aussehen. Graue Haare kann ja jeder haben. Setz dich mal hier hin, komm. Der hat aber echt graue Haare. Na ja, da kriegen wir weiter. Grau ist immer gut, ist weise. Etwas mehr. Das ist ein Friseur, beim Friseur noch arbeiten. Wo ist denn sowas? Ja, hier faulet, wenn ich nicht arbeite, ja auch jetzt. Oh, das ist aber selten. Ludolf? Ja. Passat 32B, ein elektrisches Schiebedach? Nein. Nein, leider nicht. Wir stehen richtig zu Berge. Bitte. Kein Vater, mein Herr, weißt du noch? Bei mir steht wenigstens alles noch. Was könnte dreh dich mal zu Peter oben, also der was noch zu maulen hat. Ja. Sieht aus, Peter. Richtig junger Mann sieht er jetzt aus. Alles klar. Gesundheit. Krümmel die Nase. Kommt doch mal sauber, Peter. Ich brauche mal einen Anfeger. Hol ich? Oh, guck mal, was da runtergekommen ist wieder. Und ich habe mir erst vor einem Monat anderthalb geschnitten knappen. Mhm. Ja, ich weiß. Ja. Ich hol mal. Eben die Beete. Ach ja. Unmöglich. Oh, kaum ein bisschen kämmen. Ja. Ja. Ach, guck dir das mal an. Mann, du Meter ist das allerhand. Noch hier, komm, komm, komm. Das reicht. Jetzt bringst du das weg, junger Mann. Ist gut geworden, wie immer.